ist wirklich eine Ehre, hier mit einer solch wichtigen Gruppe heute zu sein, um zu diskutieren, von was bei CERN, bei der Pensionskasse CERN passiert. Ich bin dort Leiter der Kasse seit 3 Jahren, ziemlich genau. Und in den letzten 3 Jahren haben wir viele Fragen gestellt, rund um die Frage, wie sollte eine Pensionskasse funktionieren und besonders das Verwaltungsmodell, nicht so viel die Investitionen, sondern das Verwaltungsmodell, um mit der heutigen Lage zu handeln. Und mit der heutigen Lage meine ich die Lage nach der Krise von 2008, wie die von Herrn Professor Dr. Wyss am Anfang des Tages schon beschrieben wurde. Es hat mir eine Sache, einen Eindruck gemacht heute Morgen von der Diskussion und dann von der Darstellung von Professor Wyss. In einem Moment hat er die Gruppe gefragt, wie viele Leute sind optimistisch, haben einige geantwortet, und wie viele Leute glauben, dass wir werden eine Katastrophe haben. Und hat auch eine wichtige Gruppe geantwortet, die sei eher pessimistisch. Was mich einen Eindruck gemacht hat, ist, dass beide diese Szenarios sind heutzutage möglich. Und wir sehen, dass kompetente, wichtige Leute in der Finanzindustrie können beide Szenarios als möglich sehen. Die Frage stellt sich dann, mit zwei so scheinbar gegensätzlichen Szenarios, wie kann eine Pensionskasse so gesteuert werden, um in beiden Fällen Erfolg zu haben und ihr Ertragsziel zu erreichen? Bei CERN haben wir in den letzten 3 Jahren ein Verwaltungsmodell eingeführt, ein Steuerungskonzept sozusagen, welcher wir glauben, ermöglicht die Pensionskasse gleichzeitig zwei ihrer Ziele zu erreichen. Auf einerseits die großmögliche, den großmöglichen Kontrollmechanismus auf der Ebene des Verwaltungsrats, oder? Das ist natürlich immer eine, die höchste Priorität des Verwaltungsrats, ist den großmöglichen Kontrollmechanismus zu haben. Und auf der anderen Seite einen angemessenen Spielraum für das Investmentteam, um genau mit den vielen möglichen Szenarios, die es gibt, und die schnellen Änderungen, die wir sehen in den Marktbedingungen. Und heute will ich eben Ihnen das Steuerungskonzept beschreiben. Und ich hoffe, dass wir nachher oder während der Präsentation eine gute Diskussion haben. Wir sind hier im Center für Swiss Rate Center für Dialog. Und ich hoffe, dass wir ein richtiges Dialog haben und freue mich auf den harten Fragen von Herrn Clément hier. Kurz gesagt, ich werde anfangen. Können alle mich hören, auch hinten? Gut, okay, sonst gibt es auch Plätze vorne frei. Ich werde anfangen mit einer Zusammenfassung, was werde ich heute Ihnen sagen, darstellen. Und nachher werde ich Ihnen irgendwie die Geschichte erzählen, wie wir sind wir zu dieser Lage gekommen. Also kurz gesagt, nach der Krise von 2008 hat die Pensionskasse CERN einen Ansatz angenommen, welcher auf Kapitalerhalt visiert. Das ist ein Wort, das wir schon heute Morgen von Herrn Dr. Wyss gehört haben, auch von den anderen Panelisten, Kapitalerhalt. Dieser Ansatz basiert auf eine risikoorientierte und dynamische Asset Allocation. Wir glauben, das ist eine Antwort zu der heutigen Lage. Die Frage natürlich war, wie wird das umgesetzt in der Realität? Und für die Umsetzung müsste die Pensionskasse CERN ein Steuerungskonzept erstellen, welcher in Harmonie
sein würde mit der Vision und natürlich auch mit der mit dem Kapitalerhaltziel. Die neue Steuerungsstruktur müsste eben den Schritt machen von der Anforderungen eines dynamischen Ansatzes und diese Anforderungen zu ihren logischen Schlussfolgerungen bringen. Was heißt das? Das heißt, dass in diesem Modell das Personal, welches für Investments verantwortlich ist, für Investitionen verantwortlich ist, hat Freiheit, genügend Freiheit, um schnell und effizient zu handeln in einer Umgebung von wechselnden Bedingungen, Marktbedingungen. Gleichzeitig die Rolle des Investitionsausschusses fokussiert sich auf Prozessen und auf Kontrolle. Das sind die zwei wichtigsten Tätigkeiten. Warum? Weil wir denken, dass was strategisch ist eigentlich für eine Pensionskasse, ist nicht so viel die eigentliche Asset Allocation an einem besonderen Zeitpunkt. Was strategisch ist, ist das Prozess, welches zu dieser Allocation führt. Wie ermöglicht man einen Prozess, das an jeder Zeit zum richtigen Asset Allocation führt, ist die Frage, die wir probiert haben zu antworten. Und ich freue mich, das mit Ihnen zu diskutieren. Ich werde auch Ihnen beschreiben, wie das Kontrollmechanismus wirkt. Kontrollmechanismus basiert sich auf einer täglichen Kontrolle des Risikos der Pensionskasse. Und diese Information wird direkt zum Verwaltungsrat und Investitionsausschuss. Also das war die Zusammenfassung am Anfang. Vielleicht fange ich an mit, was ist CERN? CERN ist natürlich die European Organization for Nuclear Research, basiert sich in Genf basiert. Es ist eine zwischenstaatliche Organisation. Das heißt, dass diese Organisation wird nicht vom schweizerischen Recht regiert. Die Pensionskasse CERN ist keine schweizerische Pensionskasse. Die ist im gleichen in der gleichen Stelle wie die UNO-Pensionskasse oder IMF oder World Trade Organization oder World Bank. Das sind alle zwischenstaatliche Organisationen, die haben ihr eigenes Rahmen, rechtliches Rahmen. CERN natürlich bei CERN ist natürlich zu Hause der weltweit größte Teilchenbeschleuniger, der Large Hadron Collider. Wir hatten gute Nachrichten im Juli dieses Jahres. Es passiert viel dort im Moment. Aber die Organisation CERN existiert seit mehr als 50 Jahren. Seit 1955, die Pensionskasse wurde damals gegründet für am Anfang an sehr wenige Mitarbeiter. Heute zählt sie mehr wie 4.000 Mitarbeiter, mehr wie 4.000 Rentner. Die hat etwa ein Vermögen von etwa 3,7 Milliarden Franken. Das ist natürlich, das musste ich zeigen, das ist ein Foto des Large Hadron Collider. Sie können einen Mensch sehen dort. Das befindet sich etwa 100 Meter unter der Erde und ist etwa 27 Kilometer lang. Es brauchte mehr wie 10 Jahre, um das zu bauen, die letzte Maschine zu bauen. Und es beschäftigte etwa 10.000 Personen auf dem Campus, grundsätzlich Forscher. Die Daten der Experimente sind weltweit, stehen weltweit zur Verfügung für eigentlich jeden Forscher, der will Zugriff haben. Die größten Benutzer sind eigentlich außerhalb Europas. Die USA sind der größte Benutzer der Daten des CERN für Forschung. Aber natürlich nur CERN und die Mitgliedstaaten können bestimmen, was für Experimente stattfinden. Also,
Fangen wir an vielleicht mit der Lage in 2009, wenn ich bei CERN angekommen bin. Was war dazu mal die Lage der Pensionskasse? Und das ist ein Bild, den ich sicher bin, sehr viele in diesem Raum erkennen. Ganz eine traditionelle Pensionskasse mit 60% der Anlagen in risikoreichen Bereichen, Aktien im größten Teil und 40% in festverzinsliche Anlagen und liquide Mittel. Nicht so anders wie eine typische eigentlich Schweizer Pensionskasse. Dazu muss ich sagen, dass die Pensionskasse war auch typisch von der, von einem anderen Aspekt. Die war sehr reif von der Bevölkerung her und 71% der Verbindlichkeiten waren den Pensionsberechtigten zuzurechnen. Das ist immer auch heute, das stimmt immer auch heute. Und der Deckungsgrad lag dazu mal unter von 70% mit einem Discount Rate von 4,5%. Also tiefer Deckungsgrad, reife Pensionskasse, den Bild, glaube ich, kennen viele Leute in diesem Zimmer. Die Kasse, eigentlich dazu mal die Strategie, war eigentlich eine Wette auf den Risikoprämien auf einen langfristigen Horizont. Die Kasse hat hohe Risiken genommen. Das hat sich sehr gut gespielt in den 90er Jahren, auch ganz zwischen 2003 und 2007. Und natürlich dann wurde der Preis bezahlt für das. Und Sie können sehen, dass in 2008 hat die Pensionskasse 1 Milliarde verloren. Das war fast minus 20%. Zu diesem Zeitpunkt hat das Verwaltungsrat eben die Frage gestellt, was können wir machen? Das ist wie ein Schock gekommen. Das können Sie sich vorstellen für 20 europäische Länder mit schwierigen Finanzen. Ein Verlust von 1 Milliarde Franken für den Budget von CERN ist sehr groß. Das ist so viel wie das ganze jährliche Budget von CERN. Und eben in einer Lage nach 2008, wo die Mitgliedstaaten selbst nicht ganz gesund waren. Da hat sich die Frage gestellt, was machen wir jetzt? Es war klar, dass das vorherige Modell, eigentlich ein traditionelles 60-40 Modell, 60% Risiko, Anlagen, 40% festzinsliche Anlagen, Obligationen, nicht konservativ genug war. Und die Frage war, das war ein Schock für den Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat glaubte, er sei konservativ mit der Anlagestrategie, indem die Anlagestrategie traditionell war. Und das hat sich nicht als konservativ genug gezeigt. Und die Frage war dann, was können wir machen? Diese Situation muss nicht wieder passieren. Und da haben wir einen Dialog mit dem Verwaltungsrat angefangen. Ein ganz offener Dialog, aber ein Dialog nach der wissenschaftlichen Methode. Das ist die schöne Seite bei CERN. Man arbeitet mit Forschern, man arbeitet mit Leuten, die sehr genau in das Denkenprozess angehen. Und jede solche Diskussion musste natürlich anfangen mit den Annahmen. Ich entschuldige mich, dass die Transparenten auf Englisch sind. Ich habe die noch nicht übersetzt. Sie werden auf Ihren Stuhl einen Artikel finden, wo wir beschreiben, was wir gemacht haben auf Deutsch. Das können Sie vielleicht später anschauen, wenn Sie das interessant finden, und wir können es immer diskutieren. Also zurück zu den Annahmen. Wir haben angefangen mit der Frage, was waren die Annahmen hinter der heutigen, also der vorherigen Strategie?
Eine erste Annahme, und wir haben die einfach gelistet und die sind hier. Ich glaube, die sind vermutlich auch, die sehen vermutlich auch nicht ganz fremd für die Mehrheit der Pensionskassen und der Verwaltungsräte. Zuerst war die erste Annahme, dass die Pensionskasse einen langfristigen Anlagehorizont hatte, bis zu 30 Jahre, aber normalerweise sicher 10 bis 20 Jahre. Und deswegen konnte die Pensionskasse auch kurzfristigen Risiken gut halten. Zweite Annahme war, dass die Pensionskasse würde keine neue Barmittel oder additionelle Beiträge brauchen für eine lange Zeit, bis die Langfrist kommt, das heißt bis für die nächsten 20, 30 Jahre. Unter dieser Annahme stand eine andere Annahme, dass die Barmittelzuflüsse und Abflüsse neutral waren, also neutral auf der Versicherungssituation der Kasse. Dritte Annahme war, dass der Arbeitnehmer reich war. Also reich in dem Sinn, dass wenn etwas schief ging, konnte der Arbeitnehmer weitere Beiträge, ungeplante Beiträge machen, um die Pensionskasse zu sanieren. Eine andere Annahme war dann, dass eben die Annahmen für die Ertragsziele in Aktien und Obligationen und so weiter per jede Klasse waren korrekt und man brauchte die nicht wirklich sehr oft zu ändern. Und letztens war das Risiko war statisch. Und mit Risiko meinen wir natürlich viel verschiedene. Es gibt natürlich viel verschiedene Arten, Risiko zu messen, aber wir können von Correlations sprechen, von Volatility, von Volatilität und so weiter. Man konnte auf verschiedene, die historische Erfahrung nehmen und die würde sich in der Zukunft nicht ändern. Jetzt muss ich etwas sagen, dass wenn diese Annahmen richtig sind, musste natürlich sich nichts ändern. Oder? Es wurde ein gutes Prozess geführt, auch früher, ein diszipliniertes Prozess. Das waren die Annahmen. Es wurde eine Anlagestrategie gesetzt und es brauchte keine Änderung. Die Frage war dann, stimmen diese Annahmen? Und das war der zweite Schritt. Da haben wir einen ganzen Tag eigentlich eine außerordentliche Sitzung gehabt mit dem Verwaltungsrat und mit externen Beratern, um diese Diskussion zu haben. Und hier steht das Resultat und das würde ich gerne mit Ihnen teilen. Die Antworten natürlich waren sehr spezifische Antworten. Das heißt nicht, dass diese Antworten stimmen für jede Pensionskasse, gar nicht. Ich möchte einfach mit Ihnen teilen, was die Antworten für CERN waren. Zuerst der Zeithorizont für Investitionen. Wenn wir diese Diskussion auf der Ebene der Verwaltungsrats gehabt haben und des Investitionsausschusses, es war eine Sitzung mit beiden, hat sich schnell angezeigt, dass es gab sehr wenig oder sozusagen gar keine Toleranz für Verluste. Und wenn es Verluste gab, hat das Verwaltungsrat festgestellt, dass er wollte, dass die Verluste, dass der Zeithorizont für die Recovery wäre vielleicht bis 3 Jahre. Oder? Sonst müsste ich vielleicht ein anderes Job suchen. Zweitens, wir haben festgestellt, dass die Annahme der neutralen Barmittelzuflüsse und Abflüsse eigentlich vielleicht richtig war vor mehreren Jahrzehnten, aber heute gar nicht mehr. Wir hatten negative Barmittelflüsse und dazu auch ein negatives Deckungsgrad. Und das hat natürlich einen wichtigen Einfluss. Drittens, ein reicher Arbeitnehmer in 2009, 20 europäische Länder,
genug gesagt, glaube ich. Oder? Sie kennen die Finanzsituation der großen europäischen Länder. Die Möglichkeit für weitere Beiträge war ganz begrenzt. Ganz begrenzt. Etwa, nach vielen Diskussionen ist es gerade gekommen, etwa vielleicht 15 Millionen mehr pro Jahr für eine Pensionskasse mit einer Unterdeckung von 2 Milliarden, negative Barmittelflüsse von 100 Millionen pro Jahr einen Ertragsziel von 3% über Inflation. Next, dort ist es mehr, haben wir mehr eine finanzwirtschaftliche Diskussion gehabt mit Experten. Es ist klargestellt worden, was Herr Professor Wies mit uns am Morgen geteilt hat, dass die Ertragserwartungen für verschiedene Klassen von Investitionen nach 2008 und für eine besondere Zeit in der Zukunft nicht mehr die gleich werden sein wie vor den vorderen 30 Jahren. Und dazu, Risiko ist nicht mehr statisch, größtenteils, weil heutzutage die Risikolage der Weltwirtschaft und der Weltmärkte wird von politischen Initiativen beeinflusst und nicht mehr von einfach von der wirtschaftlichen Kräften. Und es ist für Investoren, glaube ich, sehr schwierig, mit politischen Kräften zu rechnen, weil ich glaube, wir sind alle trainiert, wir haben alle gelernt in der Universität und bei der Arbeit, wie man Wirtschaftssituationen, wie man die Wirtschaft modellieren kann, wie man Investitionen modellieren kann. Wir haben nie gelernt, wie man eine politische Lage modelliert. Was ich festgestellt habe nach dieser Diskussion, ist, dass die Annahmen entsprichen nicht mehr der Realität der Pensionskasse sein. Deswegen müsste sich etwas ändern. Von dieser Feststellung kam eine Entscheidung des Verwaltungsrats der Pensionskasse, eine sogenannte Kapitalerhaltsstrategie anzunehmen. Bei Kapitalerhalt meinen wir, dass die Pensionskasse sollte sich auf ihr Ertragsziel fokussieren, der absolute Ertragsziel, und gleichzeitig das Risiko so viel wie möglich vermindern zu jeder Zeit. Wenn möglich, keine Verluste, wir wissen, dass das ist technisch unmöglich, aber die Möglichkeit der Verluste zu minimieren. Das war eine Verwaltungsratentscheidung und die musste dann in der Realität umgesetzt werden. Die Umsetzung hat geführt zu einem neuen Verwaltungskonzept. Das ist nicht ein Investitionsstrategiekonzept, das ist ein Verwaltungskonzept. Und ich wiederhole das, was sich für den Verwaltungsrat festgestellt hat, ist, dass was wichtig ist auf der Ebene des Verwaltungsrates und des Investitionsausschusses, ist der Prozess, das zu der Asset Allocation führt. Die Asset Allocation ist nicht allein strategisch. Wie funktioniert dieser Prozess? Es fängt an mit der Feststellung des maximalen Risikos, welcher für den Verwaltungsrat akzeptabel ist. Also eine absolute, quantifizierbare Risikobeschränkung. Technisch wird sie als Conditional Value at Risk berechnet und das heißt, wie es ist, probabilistische Methode, und das heißt, mit 5% schlechteste Szenario, welcher eine Möglichkeit von 5% hat. Und zum technisch sein ist nicht nur der schlechteste Szenario, sondern der am Durchschnitt schlechteste Szenario, welcher eine Probabilität von 1 zu 20 hat. Und was für einen Verlust sollte das geben? Und dort wird das Maximalrisiko gesetzt.
Ziffer, diese Nummer, stammt nicht unbedingt aus der Investitionsstrategie, sondern sie stammt mehr aus der Gesundheit, sagen wir, die Möglichkeiten, welche der Arbeitnehmer hat, additionelle Beiträge zu machen. Im Fall CERN ist das natürlich eher gering. Es steht natürlich auch in Verbindung mit der Investitionsstrategie, indem dass die Risikogrenze muss genügend sein, sodass man genug Risiko nehmen kann, um den Ertragsziel zu erreichen. Zweiter Schritt ist, was wir nennen, die natürliche strategische Asset Allocation. Das ist etwas typisch, das Sie sicher sehr gut kennen. Es ist eine strategische Allocation, welche optimiert wird für einen bestimmten Zeitpunkt unter den vorherrschenden Marktbedingungen. Und die wird auf jährlicher Basis unter Berücksichtigung von Risiko- und Ertragszielen berechnet. Die wird auch vierteljährig geprüft. Bis hier glaube ich, das ist etwa ein traditionelles Prozess. Es gibt nichts Revolutionäres oder wirklich ganz Neues. Wo vielleicht ein bisschen Innovation kommt, ist, dass nach diesen zweiten Entscheidungen ermöglicht dieses Steuerungskonzept, dass die tatsächliche Asset Allocation kann jederzeit von der Strategic Asset Allocation, Natural Strategic Asset Allocation abweichen. Und die einzige Grenze zu dieser Abweichung ist die Gesamtrisikolimit der Pensionskasse. Die muss nicht übertroffen werden. Aber die tatsächliche Asset Allocation kann zu jeder Zeit abweichen. Warum sollte ich sie abweichen? Also sie muss nicht unbedingt abweichen. Im Fall, dass die Marktbedingungen und die Lage der Pensionskasse gleich bleibt, wie am Zeit, wo die Natural Strategic Asset Allocation bestimmt wurde, gibt es keinen Grund, eine Änderung zu machen. Wir gehen aber von der Hypothese ab, dass die Marktbedingungen wechseln jeden Tag, dass wir sind in Mitte von sehr großen Änderungen, dass Möglichkeiten, die Entwicklungsmöglichkeiten sehr gegensätzlich sind, das haben wir auch heute gehört, und dass das Personal, welches die Kasse führt, muss den Spielraum haben, die Positionierung der Pensionskasse jederzeit zu wechseln, solange dass das Gesamtrisiko gering genug bleibt in den Grenzen, welche der Verwaltungsrat gestellt hat. Wie wird das kontrolliert? Es wird kontrolliert durch unabhängige Kontrolle von zwei Quellen. Zuerst von dem Custodian. Wir haben in den letzten zwei Jahren das ganze Custody, die ganze Custody-Struktur umstrukturiert, sodass heutzutage wir bekommen tägliche Net Asset Values und dazu auch täglich einen Wert für den Conditional Value at Risk vom Gesamtportfolio. So kann sichergestellt werden, ob auf täglicher Basis das Risiko des Portfolios innerhalb der Grenze steht. Natürlich ist der Verwaltungsrat und nicht nur von Professionellen der Finanz gesetzt und irgendwie müssen diese Nummern beschrieben werden. Diese Tätigkeit fällt auf die Rolle der Risk Consultant. Das ist auch ein unabhängiger Zulieferer, welcher direkt für den Investitionsausschuss und der Verwaltungsrat arbeitet. Und auf vierteljährige Basis liefert er sein eigenes Report, von was passiert, wie viel Risiko hat die Kasse genommen und ist das unter Kontrolle.
Ein paar Kommentare vielleicht, vielleicht ein bisschen provokative Kommentare. Unter dem CERN-Modell ist es durchaus akzeptabel, dass der Ertrag, der aktuelle Ertrag der Pensionskasse unter den Ertrag der Strategic Asset Allocation liegt, solange das der absolute Ertragsziel der Pensionskasse erreicht wird. Ich gebe Ihnen zum Beispiel ein theoretisches Beispiel. Unser Ertragsziel ist 3% über Inflation. Heute Inflation ist etwa 0,5% bis 1%. Also der eigentliche Ertragsziel für dieses Jahr ist, sagen wir, zwischen 3 und 4%. Wenn wir heute einen Cash-Account hätten bei beim Schweizerischen Bund, welcher 4% uns liefern würde, dieses Modell würde es erlauben, alles im Cash zu haben. Es ist theoretisch, ich sage nicht, dass es ist, was wir machen. Es ist nicht etwas, was wir machen, aber theoretisch, es erlaubt es. Es erlaubt zum Beispiel, wenn wir würden heute feststellen, dass die Risiken, welche von Herrn Professor Wyss früher dargestellt wurden, für die Zukunft der Obligationen, es würde uns erlauben, das Prozent der Obligationen so viel wie nötig zu vermindern. Zweitens aber, die NSAA ist wichtig für die Messung und als Referenzgröße für die Qualität der Erträge. Das heißt, dass wir schauen, wie gut wurde die NSAA als Maschine, welche Risiko in Erträgen umsetzt. Und wir vergleichen das mit der aktuellen Performance des Investmentteams. Wie gut war der Investmentteam, Risiko zu nehmen und das in Erträge umzusetzen. Und natürlich wünschen wir, der Investmentteam ein höheres Quotient oder Ratio haben von Ertrag zu Risiko wie die NSA. Das ist, was eben wir als Umsetzung der Kapitalertragsstrategie nennen. Es gibt noch einen Aspekt, den ich mit Ihnen teilen möchte, ist, dass das gleiche Prozess wird nicht nur auf der Ebene der Pensionskasse eingesetzt, sondern soweit möglich auch innerhalb der einzelnen Anlagestrategien. Das heißt, dass wenn wir einen Zulieferer haben, welcher ein Mandat bekommt, wir verlangen größtenteils, dass er das gleiche Prozess verfolgt. Also, hier. Natürlich, dieses Modell präsentiert auch ist nicht nur eine Frage der Investition, ist auch eine Frage der Kommunikation. Wieso? Im traditionellen Modell es ist sehr einfach festzustellen, ob das Investitionsteam gut ist oder nicht. Man schaut den Ertrag, ist der Ertrag höher wie die Strategic Asset Allocation und der Rendite gut. Ist es tiefer? Nicht gut. In einem Steuerungskonzept, welcher sich fokussiert auf eine absolute Rendite und auf Risikomanagement, ist solche eine Größe nicht genug, um festzustellen, ob die Pensionskasse ihr Ziel erreicht hat. Wieso? Weil das Steuerungskonzept fokussiert auf Risiko und Ertrag, nicht nur Ertrag. Risiko zuerst, Risikokontrolle zuerst und Ertrag. Aus diesem Grund wurde anstatt eines einzigen Zieles, wurde eine Matrix, eine Zielmatrix entwickelt. Zielmatrix hat drei Dimensionen. Die erste Dimension ist eine Ertragsdimension.
Die zweite ist Dimension der Qualität der Erträge und die dritte ist Dimension des Kapitalerhalts. Der Ertrag wird allein, das ist wichtig, im Vergleich zu den versicherungsmathematischen Ertragszielen der Pensionskasse beurteilt und nicht relativ zu marktbasierten Benchmarks oder Indizen. Wieso? Weil wir haben uns mit dem Verwaltungsrat geeinigt, dass relative Renditen eigentlich kein geeigneter Maßstab für den letztendlichen Erfolg sind. In 2008, wenn ich bei der Pensionskasse Kern angekommen bin, habe ich gefragt, wer ist unser bester Manager? Übrigens von der etwa 4 Milliarden Franken, die Hälfte wird innerhalb der Pensionskasse gemanagt und die Hälfte von externen Zulieferern. Ich habe gefragt, wer ist der Beste? Man hat mir einen Namen gesagt, ein US-Aktienmanager. Und was hat er letztes Jahr gemacht, in 2008? Minus 40%. Ja, sein Benchmark war minus 49%. Fantastisch. Das ist ein Beispiel, den ich gebe. Ich habe es aus dem Verwaltungsrat gegeben. Und was interessant war, ist, der Verwaltungsrat hat akzeptiert, dass eigentlich im traditionellen Steuerungskonzept war das total akzeptabel und eigentlich gut. Ich habe nicht das gesagt, um es zu kritisieren, sondern um den Verwaltungsrat zu erklären, welche die Folgen sind vom Konzept. Und dann hat sich festgestellt, dass die Folgen eigentlich nicht ganz akzeptabel waren. Zweitens, das ist, was für mich wichtigst ist, die Qualität der Renditen. Wie gesagt, für die Qualität der Renditen, das ist ein Bereich, wo Vergleiche zu Marktindizes in Zusammenhang mit der auf Kapitalerhalt ausgerichteten Strategie sinnvoll sein können, wo die Messung der Qualität der Erträge sinnvoll sein kann gegenüber den Marktindizes und gegenüber der Kapitalerhaltsstrategie. Wieso finde ich das? Das ist eigentlich am wichtigsten. Ich glaube, dass die Antwort zu was uns Herr Professor Wies gesagt hat, ist ein bisschen eine Rückkehr in die Zukunft. Vor 50 Jahren, was heißt Investition? Investition heißt, kein Geld verlieren und wenn möglich, mehr wie Cash zu bekommen. Das war, was man erwartet. Nachher natürlich ist Markowitz gekommen und hat sich eine ganze Industrie entwickelt um die effizienten Märkte und das Minimum Variance Model. Und Sie kennen das natürlich viel besser wie ich. Was in dem vergessen wurde, ist, dass die Verantwortung des Investmentsteams ist, das Risiko zu kontrollieren und für den Risiko, genommen wird, einen bestimmten Ertrag zu erreichen. So kann man wirklich ein Investitionsteam führen. Es ist nicht hier gezeigt und es ist nicht offiziell, also im außerhalb der Pensionskasse, aber meinem Team sage ich, ich möchte, dass Sie denken mit einem Sharpe Ratio von 1 als Ziel. Ist das erreichbar? Meiner Meinung nach ist das vielleicht in einigen Bereichen erreichbar, in anderen nein. Aber das Ziel ist, dass das Team muss so denken und die richtige Frage stellen, wie kann ich im Rahmen eines besonderen Ertragsziels den Risiko so minimieren, dass ich einen Sharpe Ratio von 1 mich nähern kann. Es denkt als Denkexperiment und als Anforderung. Und letztlich natürlich müssen wir immer messen, wie die Fähigkeit der Pensionskasse Kapital zu erhalten. Da gibt es verschiedene Größen. Einige sind Probabilitätsgrößen, also theoretische Größen, Conditional Value and Risk. Andere sind Größen, richtige historische Größen, wie Drawdowns zum Beispiel. Gibt es Fragen bis hier? Ich gehe weiter. Sie können mich zu jeder Zeit unterbrechen.
Zusammengefasst, hier wird dargestellt, das ganze Steuerungskonzept. Es hat etwa 2 Jahre gebraucht, das einzusetzen. Es fängt an, es hat angefangen mit einer Entscheidung auf Ebene des Verwaltungsrates, das auf einer Politik von Kapitalerhalt. Auf der gleichen Ebene wird auch die Risikolimit für der ganzen Pensionskasse bestimmt. Zweitens, auf der Ebene des Investment Committee, Investitionsausschusses, wurde dann ein Statement of Investment Principles gestellt, welche das Kapitalerhaltkonzept in Prinzipien durchsetzt. Von diesen Prinzipien dann kommen heraus Guidelines per Assetklasse und ein Risikokontrolleprozess. Gleichzeitig jährlich wird von der Risikolimit, auf Basis der Risikolimit von Investment Committee die Natural Strategic Asset Allocation festgestellt. Und dann, hier ist wichtig, für das Investment Team innerhalb der Guidelines, innerhalb der Risikolimit gibt es Freiheit, dynamisch die Asset Allocation zu wechseln, solange natürlich das ein vorbestimmtes Risikomanagementprozess, ein diszipliniertes Risikomanagementprozess gefolgt wird. Sehr wichtig natürlich ist dann die Kontrolle, die größtmögliche Kontrolle, sodass der Verwaltungsrat und der Vorstandsausschuss sicher sein können, dass das dynamische Management innerhalb der akzeptablen Grenzen passiert. Das muss sich auf ein Reporting von unabhängigen Quellen basieren. In unserem Fall, wie gesagt, 2 Quellen. Der Custodian, der hat direkten Zugriff auf die gesamten Daten. Die liegen alle bei einem einzigen Custodian, welcher täglich uns die NAVs gibt. Eben für dieses Prozess folgt er die deutsche Regulierung, die Vorschriften der deutschen Regulierung für deutschen Fonds. Das ganze Reporting, Performance und Risikoreporting stammen aus unabhängigen Quellen. Und letztlich, nach der Umsetzung dieses Steuerungskonzeptes, wurden alle Prozedere der Pensionskasse dokumentiert. Nämlich, was wir machen, wurde geschrieben. Das ist wie ein Buch. Einfach, es wurde auf den Web gemacht. Oder CERN ist eigentlich der Ort, wo der World Wide Web entwickelt wurde für das erste Mal. Jedes Prozess, entweder Accounting oder Zahlung der Pensionen oder Verwaltungsratssitzungen, Kommunikation und so weiter. Wir haben gefragt, haben wir alles geschrieben, was wir machen? Und machen wir alles, was geschrieben ist? Das hat auch 2 Jahre gebraucht. Das haben wir schon in 2010 angefangen. Und dieses Jahr wurde das für das erste Mal unabhängig kontrolliert von einem spezialisierten Kontrolleur von solcher Internal Control Systems. Wir nennen das unser Internal Control System. Also dieses Modell probiert, und das ist wirklich die Diskussion, welche ich mit Ihnen gerne heute haben würde, und Herr Clement wird die harten Fragen stellen. Dieses Modell visiert 2 scheinbar gegensätzliche Anforderungen miteinander zu vereinbaren. Auf der einen Seite genug Freiheit, Spielraum für den Investitionsteam, um mit den heutigen Bedingungen zu handeln. Und ich glaube, wir haben wirklich einen Ruf von Herrn Professor Wies gehört, wie wichtig das sei. Und auf der anderen Seite die möglichst große Kontrollmechanismus auf der Ebene der Verwaltung, des Verwaltungsrats. Bevor die Zusammenfassung, muss ich sagen, dass wie ist das möglich geworden,
solche eine große Änderung in den Steuerungskonzepten innerhalb von 3 Jahren umzusetzen. Ich glaube, es gibt viele Faktoren. Der erste Faktor war, dass 2008 war eine Krise. Und Wechsel kommt nur, bin ich überzeugt, aus meiner Karriere von Krisen, richtiger Wechsel. 2008 in dem Sinn war wirklich die Möglichkeit, alles in Frage zu stellen. Aber zweitens war auch wichtig, dass auf dem, war auch wichtig, die neue Governance-Struktur der Pensionskasse, welche bevor 2008 von CERN gestellt wurde. Und in dieser Governance-Struktur steht der Investitionsausschuss und der hat eine Mehrheit von Professionellen der Finanz. Und ich glaube, das hat eine wichtige Rolle, weil die Präsenz von anerkannten Professionellen der Finanz in diesem Investitionsausschuss hat den Verwaltungsrat Komfort gegeben, dass, obwohl die Änderungen groß waren, die würden so viel wie möglich in der Richtung Best Practice gehen, weil die konnten sich, die wurden von Professionellen gefolgt. Und wenn ich sage professionelle Finanz, ich meine natürlich Leute extern von CERN, oder? Entweder Pensionskasseleiter oder aktive Manager von Assets. Zweitens, auch sehr wichtig war das Feststellen, dass das ganze Reporting jetzt unabhängig wäre. Die Steuerungsmodell würde mehr Freiheit der Investitionsprofessionelle innerhalb der Kasse erlauben, aber unter strengeren Kontrolle. Das war der Preis zu bezahlen. Viel strengere Kontrolle und mehr Transparenz mit einem einzigen Global Custodian. Drittens hat das Investitionsausschuss wirklich seine Rolle geändert. Am Anfang, bis 2008, wurden, und ich war einmal eingeladen, bevor ich meinen Job angefangen habe, in einer Sitzung des Investitionsausschusses, und es wurde diskutiert, ich erinnere mich noch heute, ob die Pensionskasse muss extra 100 Millionen oder nicht in Aktien tun. Das hat vielleicht 3/4 Stunde gedauert. Interessante Diskussion, aber vielleicht nicht eine optimale Nutzung des Governance-Budgets. Was meinen wir mit Governance-Budgets? Was wir meinen ist, dass auf ein Investment-Committee, auf einen Investitionsausschuss, haben wir Leute, wie Sie, wie die Leute in diesem Zimmer, welche kompetent sind, professionell, die haben viel zu tun und wir haben die Möglichkeit, von ihren besonderen Kenntnissen zu profitieren, innerhalb limitierter Zeit. Und die Frage ist, wie benutzt man diese Zeit am besten? Und unsere Antwort, und das können wir diskutieren, ist, dass man benutzt diese Zeit am besten, wenn diese Zeit wird auf Prozess und Kontrolle fokussiert und nicht auf den bestimmten Asset Allocation Entscheidungen. Und die sehr große Arbeit, welche das Investment Committee geliefert hat in den letzten 3 Jahren, hat sich auf das fokussiert, Statement of Investment Principles, das ist übrigens auf dem Web, das können Sie anschauen, Guidelines, Risikomanagement-Prozess und Risikokontrollprozess. Und zweitens, und da bin ich auch dankbar für den Investment Committee, ein Fokus auf Führung und Kontrolle. Was heißt das? Welche sind die wichtigsten Entscheidungen, welche auf der Ebene des Verwaltungsrates und der Investitionsausschüsse genommen werden? Ist es 100 Millionen mehr in Aktien zu tun oder ist es mehr Zeit zu verbringen, die Risikolimite zu diskutieren? Haben wir die Risikolimite? Haben wir eine richtige Risikolimite? Wie sollte dieses Risikobudget benutzt werden? Das ist die Diskussion innerhalb der Natural Strategic Asset Allocation. Wie soll das Risiko gefolgt werden? Wie wird das Investment-Team gemessen, ob es Erfolg hat gehabt in seiner Mission oder nicht? Und ich bin froh zu sagen, dass heutzutage die größte Mehrheit der Zeit wird auf solche Fragen, welche meiner Meinung nach die wichtigsten Fragen sind,
verbracht. Also Zusammenfassung, ich glaube, ich habe das allen schon mindestens einmal gesagt. Dieses Steuerungskonzept, das ich beschrieben habe, visiert auf eine Anlagestrategie umzusetzen, welche besser mit den Anforderungen des Verwaltungsratsrates passt. Die Strategie ist eine sogenannte Kapitalerhaltstrategie. Die Umsetzung muss mit Risikokontrolle anfangen. Risiko muss aktiv gemanagt werden. Und die Messung der Performance muss multidimensional sein. Die eindimensionale Welt, in welcher wir gelebt haben für die 3, 4 letzten Jahrzehnte, ist genügt nicht in der Zukunft. Und letztlich, aber vielleicht sehr wichtig, die Struktur ermöglicht es dem Verwaltungsrat eine sehr starke Kontrolle und gleichzeitig genügend Freiraum für den Investitionsteam. Also das war es. Ich bin dankbar, dass Sie mir gehört haben und hoffe, dass wir können eine interessante Diskussion, relevante Diskussion führen. Sollen wir dort sitzen? Vielleicht. Genau. Also danke vielmals für die Präsentation und vielleicht meine erste Frage würde über die natürliche, also die Natural Strategic Asset Allocation. Wie bestimmen Sie diese Asset Allocation, strategische Asset Allocation und insbesondere brauchen Sie auch typische Indizen wie marktgewichtete Indizen in diese strategische Asset Allocation? Jawohl, das ist natürlich sehr, sehr relevante Frage. Das ist etwas, das ich glaube, jeder in dieser hier kennt, oder die Diskussion über die Strategic Asset Allocation. Für uns dieses Prozess fokussiert auf zwei, sagen wir, große Dimensionen. Die erste, glaube ich, kennen wir alle, das ist die Dimension, was erwarten wir von den verschiedenen Asset Classes oder Strategien. Wir sprechen nicht nur von Asset Classes, aber sondern von Strategien. Und wie wird das, wie werden Erwartungen gestellt? Wir setzen viel mehr Gewicht auf die Analyse der Sensitivität der Szenarios wie auf das eigentliche Resultat. Was ich meine, ist, dass die Diskussion setzt viel Gewicht auf die Annahmen. Es werden dann Monte Carlo Simulations gemacht das ist das Gute bei CERN, ist, dass die Leute sind natürlich mit solchen statistischen Werkzeugen sehr komfortabel. Es werden eben vom Risk Consultant Simulationen gemacht mit Monte Carlo Methoden und die Diskussion dann auf der Ebene des Investitionsausschusses fokussiert auf die Sensitivität des Resultats auf die Annahmen. Und dann die Diskussion kann sich fokussieren auf zum Beispiel, sind die Annahmen für die Obligationen, stimmen die in der Zukunft oder nicht? Und wenn die nicht stimmen, was für einen Einfluss hat es? Das ist die erste Dimension. Die zweite Dimension, welche wirklich eingeführt wurde und welche vielleicht nicht so oft diskutiert wird, ist die Frage der Kapazitäten des Investitionsteams. Die Diskussion über der Asset Classes innerhalb einer NSA wird oft nur mit Indizes gemacht. Mhm. Wenn wir nur Indizes brauchen, größtenteils, oder? Machen wir die Annahme, dass wir werden wie der durchschnittliche irgendwie Anleger investieren. Durchschnitt meine ich größte Teil des Markts. Wir glauben, dass es muss Druck auf den Investitionsteam getan, um eine hohe Rendite zu bekommen für wenig Risiko. Und wir werden per Strategie anschauen, die Sensitivität des Resultats auf verschiedene Annahmen der Qualität des Investitionsteams. Und wir werden Upside Capture versus Downside Capture
und Sharpe Ratios modellieren und dann manchmal Information Ratios natürlich, wenn wir ein Indiz brauchen. Fazit, also in Zusammenfassung würde ich sagen, dass eben die NSA-Diskussion fokussiert auf die Sensitivität und das Verstehen von der Annahmen auf der Ebene der Assetklassen, auf der Ebene der Kapazitäten des Investitionsteams. Beide, glauben wir, müssen vom Verwaltungsrat geschaut werden. Danke. Eine andere Frage war, bei Unigestion verwalten wir auch insbesondere die Aktien nach einem risikoorientierten Ansatz. Und es gibt eine große Anforderung an Kommunikation, weil wir haben immer diese, ich würde sagen, diese Indizen-Benchmark und ein relatives Benchmark von Investoren. So, unsere Investoren selektionieren eine risikoorientierte und absolut orientierte Strategie, aber sie haben noch diese Indizen als Benchmark. Und für uns, ich würde sagen, dass die größte Herausforderung in Kommunikation ist bei OC-Märkten. Haben Sie auch etwas so gegenüber Ihrem Verwaltungsrat, wenn die Märkte sind positiv und sehr positiv wie in 2009? Jawohl, das ist die größte Herausforderung im Bereich Kommunikation. Warum? Wie Sie gesagt haben, eine Strategie, welche ein absolutes Ziel hat und welche versucht, das Risiko zu vermindern, wird mathematischerweise einen Teil der Upside abgeben, um das Risiko zu schützen. Oder? Und irgendwie die Strategie wird gut sein, in dem Fall, dass sie wird so wenig möglich Upside abgeben, um das Downside zu schützen. Das ist nicht ein einfaches Konzept, aber es kann sehr schnell vergessen werden, wenn es gibt Market Rallies. Diese Frage haben wir natürlich früh festgestellt und wir haben eine Kommunikationsstrategie angefangen, welche noch lange dauern wird. Die Kommunikationsstrategie spricht verschiedene Mittel. Zuerst natürlich innerhalb von CERN und innerhalb des Verwaltungsrats. Also wir haben zuerst mit dem Verwaltungsrat uns schriftlich geeinigt, wie wird Erfolg gemessen. Ich bin überzeugt, wenn man nicht am Anfang an sich einigt, wie Erfolg gemessen wird, wird jeder dann sein eigenes Verstand haben. Und die Realität, die Frage wird sich stellen, wenn natürlich die Realität nicht den verschiedenen Erwartungen entspricht. Also wir haben zuerst schriftlich das dokumentiert. Ich habe mit Ihnen geteilt, glaube ich, das Rahmen dieses Zielmatrix. Natürlich, ein Zielmatrix kann nicht den durchschnittlichen Teilnehmer einfach kommuniziert werden. Und dort musste eine Kommunikationsstrategie festgestellt. Und die Kommunikationsstrategie muss, glaube ich, muss nicht die gleiche sein für jede Kategorie von Leuten. Für uns sind die Teilnehmer größtenteils Wissenschaftler. Wir haben gefunden, dass das Konzept der Feststellung einer Risikolimite und dann die Kontrolle im Realtime des Risikos des Portfolios und das Fokus auf ein einfaches Ratio, Quotient, Ertrag, wie viel Ertrag für wie viel Risiko, das hat bei CERN, das wurde sehr gut verstanden. Warum? Weil wir haben mit Wissenschaftlern zu tun und die konnten das viel besser verstehen, wie okay, wir haben spezielle Kenntnisse, Aktien zu investieren oder Obligationen oder so etwas. Oder wir glauben, dass in dieser Welt müssen wir diese Strategie eher wie diese Strategie, die wird besser. Wir haben herausgefunden, dass das Prozess konnte verstanden werden. Ich bin nicht sicher, das ist überall so und ich würde empfehlen, einen Kommunikationsspezialist
zu haben, welcher damit helfen kann. Wir haben Glück, bei CERN haben wir sehr gute Kommunikationsspezialisten, die natürlich die sprechen mit Pressemitteln in der ganzen Welt und die haben uns sehr viel geholfen. Okay. Nicht, dass wir hier auch noch, es geht um die Zeit, auch die für das Mittagessen dann übrig bleibt. Aber ich denke, Sie haben natürlich auch die Gelegenheit, mit den Referenten dann über den Lunch noch zu sprechen. Und wir müssen uns an den Zeitplan halten mit 13.15 Uhr dann wieder zurück, praktisch in der nächsten Session im Plenum. Ich danke den beiden Referenten, Theodore Calmou für das Referat und Jean-François für die Korrespondenz, für die Fragen, die hier gestellt worden sind. Ich glaube hier, es geht wirklich um die Herausforderung, die wichtigste Herausforderung der Kommunikation neuer Methoden auch. Und das ist wirklich das Hauptthema, das ich für mich jetzt mitnehmen werde. Sie haben auch das Papier von Theodore, das, glaube ich, jetzt gerade veröffentlicht worden ist. Jawohl, also das, da drin steht mehr oder weniger, was ich mit Ihnen geteilt habe. Meine E-Mail-Adresse ist dort. Ich wäre sehr froh, wenn Sie Fragen hätten oder wollten die Diskussion weiterführen. Ich finde, dass wir lernen immer von der anderen Pensionskasse, weil ich glaube, wir haben alle mehr oder weniger die gleichen Anforderungen und die Diskussion hilft uns sehr, besser zu werden, was wir machen. Danke. Okay, vielen Dank. Danke.